Holtz. Nine Holtz. Rechts ist Holtz. Links ist Schwarz. Sustain, resign, noble Jake. So, ich wollte Musik machen. Dazu habe ich mir hier so eine Tischhupe gekauft. Die Tischhupe ist ein Groove Synthesizer XWG1 Hybrid Processing Sound Source von Casio. Und dazu gibt es eine Bedienungsanleitung. XWG1 Bedienungsanleitung. Ich hatte davor angefangen, hier Löcher reinzubohren, diesen Käfig von dieser GoPro Hero. Da mache ich auch weiter mit. Sonst rauscht die Kamera, wenn ich die auf ein Stativ montiere. Ich möchte dann gerne, dass man sehen kann, was ich daran mache hier. Ich weiß nicht, ob man die hinter mir stellen kann oder so von der Seite. Ja, nur viele Knöpfe dran hier. So, ich gucke jetzt einfach mal die Bedienungsanleitung. Die gibt es auf Englisch und auf Deutsch. User Guide. Und Bedienungsanleitung. Using memory cards, port notice, content. This is of Dutch. So. SD
geht los mit G5, allgemeine Anleitung, dann Vorbereitung zum Spielen G8, Anschlüsse, Stromversorgung mitgeliefert und optionales Zubehör. Was man hierzu sagen muss, da ist kein... kein Lautsprecher dran. Ich habe aber einen bestellt, der ist auch schon am Pfaffenwerk in Solingen angekommen. Den muss ich noch hier hinbringen. Und den Kabeltrommel muss ich auch noch hier hinbringen. Und ich muss hier weiter bohren. Ja, viel zu tun. Betrieb mit Batterien geht auch. Es gibt auch eine Ausschaltautomatik. Dann spielend spielen lernen für Synthesizer-Einsteiger. Das ist genau richtig. Spielen mit vorinstallierten Songs, Erzeugen von Klangfarben, Nutzen von Steps, Sequencer und Phrasen, Aufnehmen und Loopen eines Samples, Benutzen der Performance-Funktion, Abspielen eines vorinstallierten Demosongs, Schluss. Wählen und Kreieren von Klangfarben, Beschreibung, eine Klangfarbe wählen, eine Klangfarbe bearbeiten und als Anwender Klangfarbe speichern. Editierbare Parameter für Solo-Synthesizer, Klangfarben, editierbare Parameter für PCM, Melodie-Klangfarben, nicht Drum, PCM-Klangfarben, editierbare Parameter für, ja, was auch immer das ist, Klangsteuerung, Pedal verwenden, habe ich schon jetzt angeschlossen, benutzen der Räder, Bänder, Modulation, benutzen der zuweisbaren Knöpfe, benutzen der Schiebregler, benutzen der Hold-Taste, Auflegen von Effekten auf Noten, automatische Wiedergabe von Arpeggios, G40, Aufnahme und Wiedergabe von Phrasen, G45, ein Preset abspielen, Tempoeinstellung ändern, Phrasenwiedergabe mit Tastaturtaste starten, Keyplay aufnehmen einer neuen Phrase, Symbole neben Phrasennummern, eine Phrase speichern, benutzen des Step-Sequencers, das ist G50. Wie der Step-Sequencer organisiert ist, abspielen einer Schrittfrequenz, bearbeiten einer Sequenz, einfaches Editieren. Naja, eine Menge zu lernen hier. Der Step-Sequencer Klangfarbe einen einzelnen Part wiedergeben, Solo-Modus, Bearbeiten einer Sequenz fortgeschritten. Ergebnis 8. Ändern der Schiebregler-Einstellungen, eine bearbeitete Sequenz speichern, verkettet, Verketten-Chaining, eine Kette erzeugen, eine Kette abspielen. Aufnahme und Wiedergabe mit dem Sample-Looper, Sample-Aufnahme mit dem Sample-Looper aufnehmen, ein Sample mit dem Step-Sequencer aufnehmen, ein Sample abspielen, benutzen des Performance-Modus, andere praktische Funktionen, benutzen des Mixers. Übergreifende Synthesizer-Einstellung finden, Stimmung, Feinstimmung der Notenhöhe, Local Control, Master Grobstimmung, Stimmen der Notenhöhe in Halbtonschritten, anfänglicher Einschaltmodus, Display-Kontrast, Benutzen von MIDI, was ist MIDI, MIDI-Einstellung, Löschen von auf dem Synthesizer gespeicherten Daten. So, dann gibt es noch Benutzen der Speicherkarte, und anschließend ein an einen Computer G92. Geht hier nur mit Windows, wisst ihr so.
Allgemeine Anleitung. In dieser Bedienungsanleitung sind Tastenknöpfe und andere Teile durch eine Kombination von Gruppennummern 1, 2 und so weiter und Teilenamen bezeichnet. Es gibt links, das ist hier, dann gibt es die Mitte, dann gibt es rückwärts, rechts, Ablage, unten links. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn ich dabei die andere Kamera laufen lasse. Da muss man schon gucken. Na dann, kümmere ich mich mal um die Kamera. Ja, dann lege ich es auf den Boden.
hingerissen. Das ist eine kleine Bohrer. Der dreht sich auch einigermaßen. Jetzt muss ich wieder gucken.